Herzlich willkommen zu unserer dritten Sendung Let's Play Prostitute. Immer noch mit Special Guest Andy und wir werden jetzt weitermachen. Wir sind stehen geblieben im Botanikraum. Wir haben uns mal die Player geswitcht. Andy wird jetzt erstmal das Spiel übernehmen und weiter geht's. Ja, ich muss erstmal reinkommen jetzt ein bisschen. Herzlich willkommen. So, wie renne ich denn jetzt nochmal? Die gute alte Steuerung. Richtig. Nur mit X, glaube ich. Glaube ich nicht. Nee, sieht schlecht aus. Ah, nee, Viereck, alles klar, Viereck. Den Schlüssel hattest du jetzt schon geholt, die, ne? Also, ja, genau. Alles andere. Alles andere ist auch mit? Mhm. Jo. Was war das? Ich hab den Schlüssel auch noch. Genau, und R1 und. Ist ja schon so lange her. Ich weiß nicht mehr, was der Schlüssel zu bedeuten hat. Aber ich glaube, das war der Schildschlüssel oder Helmschlüssel. Ja, genau, wir kommen jetzt erstmal. Auf jeden Fall geht's. Achtung. Der links um die Ecke können wir jetzt geradeaus durchgehen und dann können wir uns eben das Auge holen. Das müssen wir auch hier einsetzen. Ah, wir haben ja erstmal unseren Dietrich. Den können wir ja schon mal von Barry. Von Barry. Barry Britton. Our old partner. Ja, you know. Ja, hier, endlich. Jetzt haben wir aber ein Magazin. Money, money, money. Ja. Ich glaube, hier kommt ja auch ein Zombie, den brauchen wir auch nicht töten, oder? Der kommt, ja, das kommt drauf an. Manchmal ja, manchmal nein. Gibt's hier was Sinnvolles in dem Raum, ne? Nichts Besonderes. Ja, wir könnten die Unterlagen mitnehmen. Müssen wir nicht unbedingt mitnehmen. Das Gesabbel, jemand schreibt da Tagebuch, ist nicht so interessant. Nö, ja, komm, der war raus, der war raus. Aber da ist auch Munition drin, Schrottfilter. Schrot. Aber die brauche ich jetzt auch, die Schrot, weil jetzt kommt der Zombie noch nicht raus. Siehst du unten links? Ach, ja, klar. Oh. Da fliegen die Köpfe bei Resident Evil. Ja, klar. Aber es hat sich gelohnt. Können wir nicht mitnehmen. Wie machst du es so? Du verschießt jetzt einen Schuss von der. Ja, sehr ungern. Sehr ungern. Ich weiß. Oder wir fressen die Pflanze. Dann lieber die Pflanze. Ja. HP kann man nie genug haben, auch wenn er okay steht, ist es trotzdem noch nicht drauf. Nee, nee, eigentlich beides ungern. Ja, nimm einfach das, die Kräuter, das ist so nicht ganz gut. Kräuter ist voll. Ist es eh nicht voll, ist voll? Ja, Kräuter ist total voll. So. Ich schieße eine Barrette ab. Ja, das tut weh in der Seele, das könnt ihr euch noch nicht vorstellen, aber das werdet ihr nachher wissen, warum. So. Ja, wir werden uns an diesen Moment noch erinnern, wenn wir irgendwann vom Zombie wegrennen müssen, dann werde ich hier ganz klar das Ding hier wieder rausholen, so ganz klar. So, jetzt die Schrot mitnehmen, ne? Schön, Schrotpatronen. Richtig. Können wir noch mal ein paar Köpfe wegfetzen? Richtig. Dann können wir auch schon fast laden, ne? Schön durchladen. Und schön durchladen. So, kommen wir jetzt hin. Gehen wir mal weiter. Können wir jetzt mal das. Den Helm da loswerden. Oder gehen wir nochmal zurück in den einen. Ah, ne, da kommen wir später vorbei. Na, mal eben kurz durch. Ich glaube noch, das wird das blablabla. Ja, das konnten sie alles mit. Jucken lecker. Ja, jucken lecker. Ja, lecker. Mhm. Tagebuch des Wärters. So. Geradezu abartig ist das Jucken, aber ist okay. Das ist traumhaft. Gehen wir raus. Ja, wenn ich immer mit der Kamerasteuerung klarkomme, dann sicher. So. Ja. Also Resident Evil 1 ist kein Ponyhof, ne? Nee, richtig. Wie haben sie geöffnet? Jetzt gucken wir mal, wo wir landen. Spürst du auch diese innere Angst? Ja. Ausgelöst durch Erinnerung. Oh, hier bin ich richtig. Nein, noch nicht. Ich muss ja erst. Sollen wir da hinten nicht langgehen, oder? Ja, doch schon, aber es lohnt sich noch nicht. Ja, du musst ja das Emblem holen. Ja, das mache ich gerade. Haben wir denn überhaupt noch Platz? Nicht. Glaube ich auch nicht. Sehr schlecht. Sehr schlecht. So, was machen wir denn jetzt? Einfach irgendwo was abladen. Ja, am besten dann wieder den Speicherraum latschen, ne? Ja. Ah, das ist super scheiße, ey. Ja, geht ja nicht anders. Ich latsche mal eben hinter, schnell wieder hinter heraus. Ja, das wäre gut. Die ganze dann müsst ihr euch das nicht alles angucken. Ja. So, da werden wir wieder. So einen kleinen Abstecher in die Safe Room Box gemacht. Richtig. Müsst ihr euch das nicht mit antun? Also, da sind jetzt wieder ein bisschen mehr Platz. Ja, weil das nicht gerade groß ist. Aber eigentlich haben wir noch Platz, da fand ich den ja eigentlich schon.
Dann nehmen wir das im Leben. Können wir wahrscheinlich gleich in irgendeinem Raum gebrauchen, das Emblem. Hier jetzt mal, den wir noch runtergeschmissen haben. Richtig, den wollte ich nämlich gleich einlösen, dann haben wir auch schon den nächsten. Ein Rätsel folgt dem nächsten. Richtig. Also ihr seht schon, wenn man das noch nicht gespielt hat, dann ist natürlich schon alles ziemlich knifflig. Wo muss ich was machen? Und genau. Hier erster Raum mit dem Blut, ne? Bei Barry. Und dann kann man sich hier gleich aus der Wand dieses hölzerne Emblem nehmen. Das wollen wir natürlich auch haben, das brauchen wir jetzt. Für unseren nächsten Schritt. Ihr wisst, hier war der erste Zombie drin. Hier. Anstatt hier. Genau. So, dann warte mal eben. Ist hier nicht noch irgendwas? Ja. Das ist Kenneth von Robertine. Ja. Stars. Stars ist natürlich die. Wer ist kaum noch zu erkennen? Stars ist natürlich die Kopierung. Ja. Das Beste vom Besten. Das Beste. Spezialeinheit. Spezialeinheit von Raccoon City. Ja, aber was hat er uns da liegen gelassen? Ein schönes Magazin. Danke, Kenneth. Danke dafür. Für deine Anteilnahme. Unsere Anteilnahme und dein Tod. Dein Tod. Ja, so ist das Leben, ne? Kann passieren. Zombies. Hätten wir so rein können. Hast du dich schon auf die Zombie-Welle vorbereitet, auf die nächste? Kommt ja gar keine. Nee? Nee. Ich meine jetzt irgendwie, also. Man kann ja mal einen Zombie-Survival-Guide machen oder sowas. Das können wir machen. Eine Tür, die nicht ins Bild passt. Man damit interagieren kann. Ja, wenn man es drauf hat. Ah, so, jetzt geht's. Zack. Oh, was ist das? Weiß es nicht. Möchten Sie diesen nehmen? Noten? Ja. Mondscheinsonate. Wenn ich das richtig gesehen habe. Da steht ein Klavier, Noten. Was machen wir damit? Man weiß es nicht. So. Nutzen. Das ist die wundervolle Mondscheinsonate. Hör zu. Ein Traum. Zum Genießen. Ne, Lenny? Ja. Da ist man gleich in einer anderen Welt. Wie schön mein Sessel quietscht. So, das war's auch schon. Wundervoll. Jetzt geht's los. Beethoven ist natürlich ein überragender Künstler. Der es sogar schafft, in einem Resident Evil aufzutreten. Ja, richtig. Das muss man sich mal vorstellen. Goldemblem. Ah. Der Unterschied ist sehr fraglich. Aber es macht in diesem Spiel doch einen Sinn. Und jetzt komme ich hier nicht mehr raus, also wird das Holzern natürlich eingesetzt. Zack, jetzt geht die Tür wieder auf und alle sind glücklich und froh. Resident Evil ist ja schon ein bisschen logisch gestrickt. Aber naja. Ja. Ich würde mich nicht beschweren, ne? Dafür, dass das von 96 ist. Da hat man schon einiges geboten bekommen für sein Bild. Richtig. Nicht so wie heutzutage. Nee, das war der Hammer. Und wenn man das erste Mal spielt, ist das auch kein 4-Stunden Gameplay oder 5-Stunden Gameplay am Stück. Ja, ist das natürlich schon. Da kannst du schon einige Tage dran verbringen. Bevor du dann wieder was rausgefunden hast oder. Okay, ja, genau. So. So, und jetzt. Wie aus Geisterhand verschiebt sich dann auch die Uhr. Was da? Ping, ping. Ein weiteres Emblem? Nein. Wahrscheinlich nicht. Habe ich so ein Gefühl. Schön, ein Schlüssel. Komm her, Thomas, nehmen wir doch mal mit. Ach, das ist der Vorteil an Jill. Jetzt sind wir haben eigentlich nichts gemacht und trotzdem. Ja, wir
können auch den Saphir einsetzen. Ja. Den Saphir, den wir gerade gefunden haben. Genau. Oder Smaragd. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Weil wir schon mal gerade hier sind. Ja, richtig. Dann können wir das auch nacharbeiten. Das ist unser Ansatz. So. Manchmal komme ich selber durcheinander hier. In welchen Räumen wir uns gerade befinden, wo ich noch rein muss oder. Ja. So ist das auch immer. Jetzt live. Sind wir hier alle neben Augen mit mir. Kommst nach Hause, bist voll wie ein Eimer. Und weißt nicht, dass er. Wo ist dein Bett? Richtig, wo ist dein Bett? Gucken wir mal hier. Der Teaser, der gute alte Teaser. Ja, dann wollen wir gleich jetzt. Die kennen die Leute. Wollen wir gleich mal zum Fallen kommen hier. Oha. Oha, also muss er ja wohl noch irgendwo ins Markt sein. Ja. Zwei Äuglein und eins ist Blo. So, dann nehmen wir das doch mal mit. So, da ist ja das zweite Wappen. Windwappen, ja. Oh. Schön. Und wir kommen später nochmal wieder. Wer weiß, ist auf der anderen Seite verborgen. Bienenmark. Ja, man munkelt ja, ne? Aber ich will ja auch nicht zu viel verraten jetzt. Ich hoffe, es wird ein schönes. So, was wollen wir denn jetzt machen? Jetzt haben wir mehrere Optionen jetzt. Jetzt können wir erstmal wieder. Mal nach oben, wa? Hier, geh doch mal hier zum Speicher oben, hier zu der Seite. Ja, da kann ich schon mal was rausschmeißen. Ja, genau, hier ist noch ein Raum, der war auch noch verschlossen. Auf der linken Seite der? Genau. Ja, gut, ein bisschen Munition liegt drin, aber das Gewehr, was da drin liegt, brauchen wir nicht. Da liegt ein Gewehr drin? Ja. Woher weißt du das denn? Ich hab das Spiel schon mal gespielt. Ja. Viel zu oft. Deswegen mache ich auch gerne mit bei diesem Let's Play. Weil es einfach mit das Lieblings. Mit einer meiner Lieblingsspiele ist. Seht ihr das kaputte Gewehr? Oh, ein bisschen Patronen. Ja, kann man mal gut. Aber so wirklich viel ausrichten, werden die auch nicht irgendwie. Okay, da haben wir jetzt die Schrotflinte, die wir ja nicht benötigen, weil Barry uns ja gerettet hat. Aber wir können die Schrotmunition noch nehmen. Ja, ein Schreibtisch mit der Lampe. Hochwertige Grafik. Ah, hier ist der Schreibtisch. Das will ich benutzen. Ja. Hätten wir selber nicht besser zeichnen können, ne? Ja, stimmt, Grafik. Schön nochmal Schrotmunition abgestaubt. Besser geht das schon fast gar nicht. Und ich habe gerade gesehen. Hier noch eine Kombi einsetzen. So. Na, ja, nee. Oh. So, ab zum Safe Room und dann geht's weiter. Ja, würde ich auch sagen. Und dann mal nach oben lang rennen und oben hatten wir ja auch noch den, den einen Raum, wo der Schlüssel noch. Ja, da kommt's raus, weißt du, da kommt's raus von früher. Ja, das ist ja schon, ne? Und wie? Okay. Ich hab gedacht, du hast den Schlüssel. Ja, oh, hau weg den Scheiß da. Ich glaube, du hast ja alles platt gemacht, ey. Jetzt hast du mir aber auch richtig fertig gemacht. Ich hab dich übrig gelassen. Ja, ich hab's gemerkt. Puh. Gut, Digga. Da geht der Puls nach oben, Jungs. Deswegen hab ich das Spiel mal so gerne gespielt. Resident Evil 1, der Horror-Schocker. Der Horror-Extrem-Jugendkiller. Hier, geh mal weiter, weiter. Es kommt nichts mehr. Meinst du jetzt platt? Ja, da kommt nichts mehr. Okay. Weiter geht's. Der hat mich ja richtig geschockt. Ah. Ja, kannst du was sehen. Ja, was soll's, ey. Ist doch gut. So, Freunde, wir sind jetzt wieder im Speicherraum und ihr wisst, was das bedeutet. Das Let's Play ist vorbei und schaltet wieder ein, wenn es heißt Let's Play Bronze Beard mit Resident Evil 1.